So, hallo, wir machen weiter bei Mirror's Edge. Wir sind im Kapitel Die Scherbe angekommen. Kate wurde gefangen, Merc wurde getötet. Es sieht alles wahnsinnig schlecht aus. Und wir haben nur noch ein Ziel, Kate retten. Denn alles andere haben wir schon verloren. Ach, scheiße. Scheiße. Ich meine, dass auch hier irgendwo ein Koffer war. Ich mache jetzt ungern suchen, wenn ich abgeschossen werde. Das sind aber auch zu viele jetzt. Ach, Kacke. Gehen wir wieder runter. Ich kann sie ein bisschen durch das Parkhaus jagen. Okay, perfekt. Also das heißt perfekt nicht, weil wir müssen wieder töten, aber hey. So sei es. Ich will die andere Waffe. Nicht treffen, gut. Wo habe ich die Pistole hingeworfen? Die ist noch gut. Die kann man noch nehmen. Scheiße. Jetzt nicht mehr. Aber du hast eine neue Pistole für mich, habe ich gehört. Anders. Das Problem ist, der andere ist direkt da drüben und ich bin tot. Mist! Das hätte fast klappen können. Das ist nicht so klug, wa? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es nicht so klug. Man kann natürlich auch. Werde ich gleich mal demonstrieren. Kann natürlich auch in das Slow-Mo schießen. Und dann besser zielen. Ich hatte keine Schüsse mehr. Das hat wohl nicht gereicht. Ich nutze sowieso die Slow-Mo viel zu wenig, ich weiß. Es tut mir leid. Haben erwischt. Holen wir uns die Waffe. So, jetzt ist nur noch deine Polizistin übrig, ne? Nein. Ja, das ist auch noch übrig. Scheiße. Noch einer. Okay, nice. Also, nice nach wie vor nicht, aber... Nein. Okay, brauchen wir nicht mehr. Ich meine, hier war irgendwo ein Koffer, verdammt. Das sind blöde Koffergeschichten immer. Okay, hier geht's weiter. Ich gucke mich noch mal ganz kurz um. Wir haben jetzt eh alle erledigt, glaube ich. Ich glaube, da kommen auch keine mehr nach. Ich wäre eigentlich ziemlich sicher.
Aber wieder sehe ich hier ein Symbol. Noch in den Koffer selbst. Wie sie die Türen mittlerweile auftritt, Alter. Hier habe ich auch schon geguckt, ne? Ich glaube ja. Yep. Okay, Abflug. Da war hier noch kein Koffer. Ach, da kamen die nur raus. Wir fahren Aufzug. Tja, kein Merk mehr, mit dem wir zwischendurch reden. Die Sicherheitsfirma Pirandello Kruger wurde autorisiert, bis zur erneuten Verhaftung von Kate Connors weitere Einheiten hinzuzuziehen. Es gibt Gerüchte, dass die vermisste Verdächtige aus dem Mordfall Robert Pope Connors zur Flucht verholfen hat. Wenn ihr wüsstet. Gute Arbeit. Durchsuchen. Erschießen Sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK, Pirandello Kruger, privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich herausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Roeburn? Ja, Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Danke, Miller. Habt ihr das gesehen? Ich hab's gesehen. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz hier, bevor wir hier irgendwie wichtige Dinge weitermachen, müssen wir ganz schnell den Koffer holen. So, jetzt machen wir wichtige Dinge weiter. Wie zum Beispiel auf einen Aufzug warten, während wir abgeschossen werden. Ja, das haut wohl nicht so gut hin. Waffe. Okay. Nein, was mache ich denn? Angriff. Nix Angriff. Lass mich in Ruhe. Gar nicht da. Fühlt mich einfach. Nee. So, können wir denn schon mal... Boah, wirklich? Können wir denn schon mal vorsichtig... Wollte ich nicht. Du bist ganz schön gepanzert, mein Freund. Ich glaube, es haut nicht hin. Doch, es haut hin. Okay. Okay, das sollte reichen. Drücken. Geht er gleich auf? Geht er nicht? Er geht nicht gleich auf. Geh auf! Ich will nicht noch mehr töten. Okay. Und Abflug. Kannst du mal wieder sagen, zum Glück sind die kugelsicher, die Türen. Eieieiei. Und zum Glück stellen die den Strom nicht ab. Willkommen in der Scherbe. Dieses monumentale Gebäude wurde 2012 von dem renommierten Architekten J.C. Thomas entworfen. Es hat über 100 Stockwerke mit Geschäften und Wohneinheiten, darunter auch die Büros von Bürgermeister Callahan. Die Scherbe bietet einige der spektakulärsten Ausblicke auf die Stadt. Leider ist das Fotografieren in den Stockwerken 90 bis 110 nicht gestattet. In unserem Souvenir
Geschäft erhalten wir jedoch Panoramabilder und die T-Shirts und eine große Auswahl an pizzafreien Snacks und Erfrischungsgetränken. Lassen Sie Ihre Waffen fallen. Bleiben Sie, wo Sie sind und bereiten Sie sich auf Ihre Verhaftung vor. Tja, haben sie wohl doch eine Idee gehabt. Abflug. Faith, hören Sie mich? Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen. Das habe ich bereits festgestellt. Ich kann mich da jetzt nicht einfach runtersegeln lassen, oder? Keine Spur von ihr! Suchen Sie weiter! Aufwärmen! Als ob die jetzt drin hier drin gewesen wären, weißt du? Ach, hier rüber. Jetzt sehe ich's. Wird schon gut gehen. Uff. Gerade so, okay. Ja, man sollte nicht mit dem Rücken. Man sollte nicht mit dem Rücken zur Leiter auf eine Leiter klettern. Ich habe sie gehört. Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Es führt sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten sie einen Weg zurück nach innen finden können. So. Upsi. Entschuldigung, ich bin gerade gestorben, wenn du mit mir geredet hast. Aber danke für deine Hilfe. Hup! So, vielleicht klettern wir diesmal auch richtig runter. Zur Abwechslung. Nicht so weit! Lande doch mal auf der Mitte, Mann. Ernsthaft. Ups. Ja, so geht's schneller. Vielleicht. So, einfach nicht so weit springen. Direkt da drauf. Kann nicht so schwer sein. Außerdem sollst du mal nicht weiter springen. Als nötig. Danke. Es geht doch. Nein! Jetzt bin ich beim Balancieren abgekommen. Wirklich? Komm schon. Das ist meine Ernte. Was passiert eigentlich? Ah, da lande ich direkt hier drauf. Gut zu wissen. Ich wollte mich da eigentlich fest dran halten. Aber das ist gut zu wissen mit der Stange. Da muss ich nicht diesen komischen Sprung machen. Der zigmal zu weit ist. Ich kann mich einfach fallen lassen. Das ist wirklich gut. Muss ich nur in Ruhe kommen und nicht mehr schwingen und dann... Zack. Perfekt. Ja, das funktioniert ja. So, hier halten wir uns auch dran fest. Wunderbärchen. Ja, und jetzt nur ein bisschen aufpassen. Mal nicht runtersegeln, bitte. Danke. Gut. Und ab nach oben. Vorsichtig. Vorsichtig. Schön vorsichtig. Oh je. Na dann.
Mist. Okay. Das ist ein schöner Checkpoint. Also, ich darf nicht an der Seite rum. Also nicht an der Seite runter segeln, aber an der Wand entlang und dann da hoch. Ach nee, ich weiß. Nein, andersrum, andersrum. Entschuldigung, ich weiß, wie es geht. Entschuldigung, hab's gerade gesehen. Ich hab's falsch interpretiert. Hier ist ja eine exakt wunderbare Wand. Da kann man einmal ran oder kann man einmal da hoch. Und dann kann man sich einmal drehen. Dann wird das nicht reichen. Natürlich nicht. Also dann doch nach da. Okay. Nicht da runterfallen. So. Und jetzt? Ah, okay. Und jetzt kann ich aber rüber. Okay, alles klar. Zwei Wege. Und die letzte Kiste. Wo ist die Wand? In der Richtung. Ne? Dann heißt so rum. Wo ist November? Das ist mir egal, aber hier ist mein letzter Koffer. Sehr schön. Ja. Scharfschützen, ja. Das kann ja lustig werden. Da ist bereits einer. Da ist noch einer. Da sind wir schon tot. Gut, die müssen wir irgendwie loswerden. Fall. Oh shit! Alter, das war hoch. Oh scheiße. Okay, warten wir mal, bis wir regeneriert sind.
Go, 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 go. Du siehst mich nicht. Oh, scheiße, du siehst mich. Alles geht immer weg. Wo kommen jetzt die anderen Schüsse her? Da drüben? Ah, wo denn? Da unten. Ach, scheiße. Jetzt ist er weg. Da steht er. Keine Ahnung, wie viel Schuss das Ding hat. Ich hoffe genug. Wir müssen auf jeden Fall den auch noch erwischen. Nice. Können wir uns nämlich auch seine Waffe holen. Einen haben wir ja noch. Blöd. Richtig blöd. Wah, fuck, jetzt wäre ich oben gewesen. Mist. Mist. Mist, das war dumm. Das war saudumm. Scheiße. Okay. So, wir probieren dann gleich nochmal hier hochzukommen. Gerade ganz gut eigentlich. Ja, das geht jetzt sicher super gut. Shit, jetzt hat der andere mich erwischt. Ach, Müll. Boah, das war gerade so gut vorhin. Dann musste ich so hart verkacken. Scheiße. Ich gehe jedes Mal falsch. Weil ich immer schon denke, dass ich da auf der anderen Seite bin. Regenerieren. Regenerieren. So, go. Hier kann ich rein. Den habe ich noch nicht gesehen bisher, den Weg. Ups. Kann ich nämlich hier hoch. Und den ein bisschen überraschen.
ist er denn jetzt? Mann, ich krieg den immer nicht. Boah, regt mich das auf. Da ist der erste aus der zweiten. Nein! Jetzt ist geschossen, ich glaub. Ist der wieder da hinten? Nein, wo ist er denn? Shit! Sehen, dass ich da rein kann. Das habe ich vorhin verpasst. Blöderweise. Slow-mo und Waffe holen. Sehr schön. Sie schicken Verstärkung. Nice. Der ist weg. Kann mich die Verstärkung eigentlich auch mal. Den anderen kriege ich von da nicht, ne? Muss ich doch nicht erstmal mit dem kommen. Ja. Wo ist er denn? Scheiße, Mann. Jetzt ist er tot wieder. Aber offensichtlich noch einen Schuss, das heißt, ich kann da wieder regenerieren lassen. Komm schon. Okay. Wenn ich den anderen da schon abschießen könnte. Was wo? Noch einer. Nice! Das war's. Ist nur nicht runtersegeln. Haben wir es geschafft. Einfach springen, ich hoffe. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.